Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout The New Vegas, liebe Freunde. Und ja, unsere Aufgabe momentan ist es, wir sollen uns irgendwelche Späher zusammensuchen. Und zwar ist das eine Aufgabe der, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der dunklen Bruderschaft. aber da wären wir im falschen Spiel. Nee, und zwar ist das eine Aufgabe der Bruderschaft. Und die Späher sind alle ein bisschen verteilt. Der eine ist hier oben an der RNKJ-Vollzugsanstalt. Der andere ist hier irgendwo. Und der andere ist hier irgendwo. Ich glaube, ich habe jetzt hier gerade selber ein kleines Defizit aufgrund der Folge. Ich meine, wir wären eigentlich schon viel weiter gewesen, wenn ich jetzt leider die Folge ein bisschen weiter früher gestartet habe, als wo ich schon war. Wo ist denn jetzt hin? Zum dritten, ne? Zu dem hier. Genau. Wenn ich die Folge jetzt weiter vorher gestartet habe, wo wir eigentlich schon viel weiter waren, dann tut es mir natürlich leid. Ich habe mir frecherweise die letzte Folge nicht angeguckt. Warum laufe ich eigentlich ohne Waffe rum? Ist aber nicht nett. Ich habe mich ja ein bisschen umorientiert in den letzten Folgen, ein bisschen mehr auf Energiewaffen. Also laufe ich gerade so ein bisschen zweigleisig quasi. Finde ich jetzt aber gerade nicht so schlimm. Da ist auch schon die Justizvollzugsanstalt und da wird mir auch schon der Speer angezeigt. Ich schleiche mal hin. Ihr habt auch hier und da ein paar kleine Ruckler drin. Oh, Kundschaft. Ich diese Kundschaft? Nein. Diese Kundschaft sieht mich auch nicht, aber ich muss da hoch, habe ich das Gefühl. Nee, muss ich nicht, ich muss da lang. Der ist ziemlich nah dran an der. Ah, da steht er ja. Ich glaube, diese Ruckler liegen jetzt aber auch daran, dass ich gerade momentan ein paar Dateien kopiere. Hallöchen, lieber Kundschafter. Nee, ich wollte dich jetzt nicht ausrauben. Was wollen Sie? Und keine Tricks. Das ist so ein Mädchen, das ist so eine Frau. Ich bin der Vertreter des alten McNamara. Er lässt fragen, ob die Bären noch jagen. Sie sagen die Wahrheit. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Außenseiter den Namen des Ältesten und diese Parole kennen würde. Nun gut, ich beobachte die Strafanstalt dort drüben schon eine Weile. Zuvor hatte ich einige ziemlich verstörende Gerüchte gehört. Die Anstalt wurde anfangs von der RNK geleitet, aber seit einem Aufstand nutzen die Gefangenen das Gefängnis als Basis für ihre Raubzüge. Ich frage mich, warum man diese Leute hier so lange Unruhe stiften lässt. Warum hat die RNK diesen Ort nicht wieder eingenommen? Geben Sie das dem Ältesten. Darin sind meine Beobachtungen festgehalten. Vielleicht kann er diese Situation besser analysieren als ich. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Warum hat sich die RNK das nicht zurückgeholt? Wissen wir das nicht eigentlich? Zumindest komme ich momentan nicht drauf. Gut, alles klar, den ersten Kundschafter haben wir. Hinpack, soll ich mir doch mal hier die ganze Bruderschaftsdinge, Camp Fort Hope, Nelson, soll ich mir das alles mal angucken? Ach, in der Nähe sind bla bla bla, genau. Immer der gleiche Rotz. Vielleicht kann ich den ja wegsnacken. Es ist ja nur ein Skorpion.
Und Treffer. So, jetzt dürfte ich eigentlich reisen. Oder sollte ich dürfen? Nein! Schweinerei. Bin dein Freund da oder was? Ich will jetzt ja aber kein Kammerjäger spielen, nur damit ich reisen kann. Das ist mal obernervig. So, jetzt darf ich aber, oder? Das wäre sehr freundlich, die Herren. Ja, auf zum Windpark. Juhu. Mit dem extra leichter Schritt können Sie keine feindlichen Minen oder am Boden befindliche maschinelle Fallen auslösen. Eieieiei. Cazadore, ich hasse Cazadore. Boah, Mistkacke. Richtig schönen Griff ins Klo, ey. Besser hätte es nicht sein können. Puh, alter Schwede. Noch so ein Gegengift. Ja. Boah, bei den Viechern muss man höllisch aufpassen. Absolute Drecksviecher, ey. Ihrem Vergiftungskack und hast du nicht gesehen. Komm, ich mach dich weg. Ey. So, draußen hau ich aber lieber mit dem Scharfschützengewehr rum. Die Nahkampfwaffe ist eigentlich eher so fürs Grobe. Na, wo muss ich überhaupt hin? Wo ist denn der nächste Speer? Novak? Guck die Richtung Novak. Nee, guck die Richtung Novak. Ich gehe mal Richtung Nelson. Das wäre hier. Nelson. Nelson, Nelson. So. Weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Cazadore auf mich lauern. Ich habe da nämlich gar keinen Bock drauf. Und absolut gar nicht. Kriege ich jetzt auch keine Feinde in der Nähe. Meine Wahrnehmung springt nicht an. Hm. Ah, hier. Da ist wieder jemand. Kümmere ich mich erstmal um den. Sind die 20 Geckos. Gut, dass ich mittlerweile relativ hoch bin. Und zum Teil die guten Leute einfach so wegsnacke. Aber auch da gibt es immer noch so manche Leute. Da sollte man sich verhüten. Cazadore zum Beispiel. So, da vorne ist ein. Da ragt ein Pimmel in die Luft. Er hat Pimmel gesagt. Fahren machst du oder was? Müsste Nelson sein. Ach, Nelson. Nelson nicht. Nee, Nelson ist das nicht, ne? Ne, Nelson ist nicht das Lager. Ach, Nelson Reason. Reason. Caesar meine ich. Caesars Legion. Sind Sie nach Nelson gekommen, um zu sterben, Verderbter? Eigentlich nicht.
Immer locker, ich bin Freund der Legion. Ah, Sie müssen der Kurier sein, der uns in letzter Zeit unterstützt hat. Ich bringe Sie gleich zu meinem Dekan. Dekan, sind wir an der Uni oder was? Habe ich mir jetzt Aber, angebockt. was wollen Sie, Nelson? Wie ist die Lage hier? Mein Befehl lautet, Nelson zu halten. Bis jetzt war der Gegner im Norden zu feige für einen Angriff. Warum interessiert Sie das? Warum haben Sie den Feind nicht angegriffen? Ich habe den Feind angegriffen. Ich habe den Angriff auf Nelson angeführt. Zwei Kontubernier gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner. Es ist Caesars Wille, dass wir diese Position halten. Unsere Präsenz auf dieser Seite des Colorado demütigt und demoralisiert den Gegner. Sie demoralisiert den Feind, indem Sie sie in Ruhe lassen? Ich hinterfrage Caesars Willen nicht. Ich gehorche. Die Feinde hier wurden in Stücke gehackt oder haben sich von den Klippen gestürzt. Und erst kürzlich habe ich drei weitere kreuzigen lassen. Du Held. All das konnten die gegnerischen Späher im Norden beobachten. Also ja, unsere Präsenz hier demoralisiert den Feind. Wie kann ich beim Durchbrechen des Patts helfen? Was denn für ein Patt? Es ist Caesars Wille, dass ich diese Position halte und nicht weiter vorrücke. Wenn Sie Camp Forlorn Hope unbedingt fallen sehen wollen, warum greifen Sie es nicht allein an, ne? Klingt nach einer Menge Spaß. Bin gleich wieder zurück. Nun, wir werden sehen. Aber Caesar treuer Gegner. Ja, wenn ihr meint, hat man... Ja, geil. Schön, da habe ich jetzt erstmal. Ey, ihr habt noch was rumliegen, Leute. Habe ich mir erstmal eine geile Mission eingebrockt. Soll ich in Alleingang ein so ein scheiß Fort übernehmen? Aber habt ihr hier vielleicht irgendwo eine Art Händler oder Waffenmeister oder weiß ich nicht was? Zumindest cool. Haus Nelson. Wie so ein Quartiermeister. Haus Nelson. Das sehe ich alles gar nicht. Ich suche einen Quartiermeister. Wird doch langsam dunkel. Hallo Hund. Irgendein, der mir Sachen verkaufen kann, will, was auch immer. Stromaggregat läuft. Ja, hier ist nicht viel. Victory. Ja, hier ist auch nichts. Ich habe mir doch gedacht, dass die Häuser alle eher langweilig sind. Da oben los. Hat er nicht was von viel gesagt? Also Quartiermeister wohl eher Fehlanzeige, wa? So ein Mist. Ich dachte, wäre natürlich cool gewesen. Gut, Nelson haben wir. Das ist ein Bruderschaftsbunker, den kann ich wahrscheinlich eh nicht öffnen, weil er mal wieder verschlossen ist. Ali hopp. Ali hopp. Ich geh mal raus, ne? Die Tür kann hier offen bleiben, kann jeder rein. Passt schon. Ein bisschen Patrouille oder sowas. Boing. Mal schön gegen Pfahl gelaufen. Oh, geil. Geil, 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 geil. Ich geh mal gucken. Ich muss mal eben gucken gehen. Der Canyon. Das ist der
Grand Canyon. Also groß ist er auf jeden Fall. Boah, ich bin echt neugierig. Jetzt hat mich die Neugierde gepackt. Das ist so fies bei solchen Spielen. Du gerätst halt immer in so eine Scheiße, wo du erstmal irgendwie gucken musst. Weil du neugierig bist, da scheint der Canyon zu sein, der Grand Canyon. Wo ich ja auch schon war. Weil ich ja irgendwann aus Versehen in so ein schönes DLC geraten bin. Wenn ich jetzt drauf gehe, gucke ich mir an. Ja gut. Von oben sah das imposanter aus. Naja. However. Irgendwie komme ich jetzt wieder raus. Hilfe. Hallo. Pü mit Ü. Ich war knapp. Schön. China Canyon. Schön. Sightseeing mit Plätze. Perfecto Mundo. So. Wo habe ich denn meinen Marker da? Ich muss noch. Was ist das denn? Barillo da hinten. Ach, das ist der Hoover-Staudamm, ne? Verstehe. Das ist der Hoover-Staudamm. Verlassener Bruderschaftsbunker. Cool. Der ist sogar offen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Erforschung lässt grüßen. Oh. Shit. Das erste, was mich begrüßt, ist natürlich erstmal eine Leiche. Sehr geil. Das lohnt sich. Kopf ist weg. Du hast eine Magnum. Fusion Zange? Ne, brauche ich nicht. Was? Gefäß mit Wolkenrückständen? Bitte was? Mit Wolkenrückständen. Alter, was geht hier ab? Was ist hier nicht in Ordnung? Ich habe das ungute Gefühl, ich werde es herausfinden. Ach, der Monkey. Ne, ich habe momentan. Ich bleib erstmal hier. Ich habe jetzt momentan kein wirkliches Interesse daran, mich einem DLC anzuschließen. Vielleicht später. Aber ich will erstmal ein bisschen hier bleiben. Vielleicht auch mal die Hauptstory ein bisschen vorantreiben. Aus Grüterfels. In der Schachtel Zigaretten. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir mal uns mal den nächsten Punkt vor. Aber sehr schön zu wissen. Okay, verschieben. Dann gehen wir zum Camp Flower and Hope. Mal die Lage checken. Bevor ich das Ding da überrenne, hätte ich natürlich richtig Spaß dran. Vielleicht allein die ganzen Leute da wegzusnacken. Wer weiß. Vielleicht mache ich das ja. Vielleicht mache ich das nicht. Bei Fallout haben wir viele, viele Möglichkeiten. Denn viele Wege führen nach Rom. So, ich kletter mal hier den Berg hoch. Dann bin ich auch schon da. Tralala. Ich mag mich ja eh nicht mehr so, die Caesar's Legion, genau. Die Caesar's Legion mag uns. Nein, ich meine, wer ist die Affen? Die NKs, genau. Ich finde das auch richtige Hurensöhne irgendwo.
Immerhin schießen die noch nicht auf mich. Hab ich auch noch nicht gesehen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie rausgehen. In letzter Zeit wurden viele Überfallkommandos der Legion gesichtet. Ja. Ich habe gerade welche getroffen. Camp Florian Hope. Die nisten sich hier aber mit ganz vielen Leuten im Verein, ne? Im Gegensatz zu Legion, die sich da einfach mal irgendwie die Häuser schnappt, wenn du mal irgendwie Bock hatte, irgendwelche Zelte mitzunehmen. Naja, wie dem auch sei, was wir hier mit diesem Camp machen oder was wir hier noch finden oder wen wir hier noch treffen oder mit wem wir uns unterhalten, erfahren wir letztendlich aber erst in der nächsten Folge. Also, ich wünsche bis dahin viel Spaß, einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.